Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Top Order 1 Alle Geheimnisse. Das hat mir in den Kopf geschossen. So, jetzt müssen wir den richtigen Weg nur finden hier. Na, 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 na. Da ist schon mal nichts gewesen, hoffe ich zumindest. Dann gehen wir auch gleich mal direkt hier lang. So, wo müssen wir jetzt hin? Da komme ich nicht dran. Okay. Lara, du sollst nicht glitschen. Also ich glaube, wir müssen sogar hier hin, oder? Ich habe keine Ahnung. Können ja mal gucken, ob wir hier irgendwo noch einen Hebel finden. Da haben wir das. Da haben wir schon mal Stacheln. Also müssen wir hier lang. Und da haben wir auch sogar noch einen Hebel. So, dann kommen wir hier lang. Da, wo wir gerade durchklettern wollten, beziehungsweise hochklettern wollten. So, dann ist jetzt da die Tür offen. Okay, sehr gut. Ein bisschen Muni mitnehmen. Da auch. So, dann haben wir hier wieder zwei Gegner. Da haben wir schon mal den ersten. Krass, so ein blödes Pferd wieder. Ah ja, genau, von hinten kommt auch noch einer. So, und jetzt bist du dran, mein Freund. Alter Schwede, ey. Das Pony hält aber ganz schön aus. Ja, doch klar, dass der letzte auch noch kommt. Alter Schwede, ernsthaft? Hab ich die so nah bei mir kaputt haben müssen? Thank you.
So, unser Doppelgänger. Es lohnt sich gar nicht, auf die zu schießen, weil ihr müsst sie ganz anders töten. Weil auf sie schießen bringt gar nichts. Ja, man sieht es noch nicht mal. Ja, weil wir wieder zu schnell waren. Müssen wir halt nochmal laufen. So, dann geht ihr einfach hier in die Mitte. Und blöpp. Nee, noch nicht. Oder? Oh, ich muss das auf die andere Seite. Weil guck, es bringt nichts, wenn ihr auf sie schießt. Weil erstens. Sie hat genau die gleiche Waffe wie du. Und zweitens, ihr kriegt sie nicht so tot. Ihr müsst sie verbrennen. Und das geht am besten so. Aber nicht so. Lara, komm, vorhin hast du es auf der anderen Seite auch geschafft. Was soll denn der Unfug jetzt? Hüpft er erst einmal hier rüber. Macht den Hebel. Dann geht die Klappe auf. So. Dann geht ihr runter. Am besten springt ihr so rüber. Von mir aus hängelt euch da hoch, weil hochhängeln müsst ihr euch so oder sowieso. Und dann so. Dann fallt ihr runter, weil sie es mal wieder nicht auf die Reihe kriegt oder weil ich wieder zu schnell bin. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Dann dreht ihr euch halt wieder. Hüpft hoch und haltet euch jetzt fest. Lauft jetzt hier in die Mitte. Hüpft jetzt dahin. Geht hier hoch. Und ihr seht, die Tür ist offen. Und schon verbrannt. Okay. So, jetzt müssen wir hier hoch. Kommt die denn her? Dummes Vieh, stirb jetzt. Hammer, was ist denn mit dem jetzt? Heftig, Mann. Noch so einer, der auf mich ballert. So, jetzt holen wir uns hier erstmal die Uzi. Den Schalter machen wir. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, beeilen. Dann gehen wir hier lang. Ach, das ist die falsche Seite, die wir als erstes genommen haben. Okay.
hau doch nicht mit dem Kopf dagegen. Ja, erstmal das. Das könnt ihr nicht tun. Wir verurteilen dich, Nadler von Atlantis, für deine Verbrechen. Wegen krassen Missbrauchs deiner Kräfte und wegen Diebstahls unserer Kräfte. Das könnt ihr nicht, ich habe... Du hast den Dreifachverbund zerstört, der unser Volk einträchtig geführt und beschützt hat. Du hast Tio Khan und mich mit unserer eigenen Armee herausgefordert. Hast unsere Krieger von der Pyramide fortgelockt, damit du die Schöpfungskraft der Pyramide für deine stumpfe Zerstörungswut missbrauchen konntest. Stumpf? Seht euch doch an! Keiner von euch hat auch nur einen Funken Erfindungsgeist im Kopf. Verschwender! Lass es uns einfach tun. Tio Khan! Du hast eine heilige Opferstätte aus purer Habsucht geschändet und als Brutfabrik missbraucht. Eine neue Generation zum Überleben geboren. Jetzt sind sie Hackfleisch. Und dich, Nadla, werden wir in Stasis versetzen. Deine Adern und Füße, dein Herz und dein krankes Hirn mit gefrorenem Blut bedecken. Schau deiner ewigen Unruhe in die Augen, Nadla. Ihr werdet auch keine Ruhe finden und euer verdammter Kontinent Atlantis. Eieiei. Na, wieder da? Sie auch. Zur feierlichen Wiedereröffnung, nehme ich an. Die Evolution steckt in der Sackgasse. Kaum noch natürliche Auslese. Die Ausbreitung neuer, frischer Wesen wird neue Gebietskämpfe anregen, uns stärken und voranbringen, sogar neue Rassen erschaffen. Eine Art gedopter Evolution also. Ja, ein Tritt in den Hintern. Die albernen Wichte Qualopec und Tio Khan haben ja keine Ahnung. Der Untergang von Atlantis hat eine Rasse träger Schwächlinge getroffen und sie zu den Ursprüngen des Überlebens zurückgeworfen. Dies ist, was die Welt braucht. Nicht auf diese Art. Ausschlüpfen beginnt in 15 Sekunden. Zu spät für eine Abtreibung. Nicht ohne das Herz der Operation. Nein! Zehn. Fünf. Okay, das war ein bisschen assi-synchron. Tja, jetzt haben Sie meine volle So, und hier haben wir auch alle Geheimnisse in Atlantis gesammelt. Wir werden hier dann jetzt einen Folgenpause machen. Wir hören uns in der nächsten Folge und in dem letzten Level wieder. Bis dann!